Hi, hallo. Ich spreche mit mir selbst. Ein paar Worte zur spirituellen Suche aus dieser Kameraeinstellung hier. Die spirituelle Suche nach, was sucht man? Suche ich da? Nach Frieden, Freiheit, bedingungslose Liebe, ewigen Spaß, nach Erleuchtung oder was auch immer. Das ist die spirituelle Suche. Die materielle Suche kennt ja jeder, oder? Nach mehr Geld, besserem Wohnort, schönere Freundinnen, bessere Freunde. Ah, die ganzen Güter. Aber jetzt zur spirituellen Suche zurück. Auf dieser spirituellen Suche, die natürlich geboren ist aus einer Sehnsucht nach Ganzheit oder nach nicht nur ein Teil zu sein, der sich ängstlich fühlt. Auf dieser Suche kann es dazu kommen, dass der Suchende sozusagen in Frage gestellt wird. Oder dass dann ein Teil der Suche ist, du suchst dann, oder die Suche ist dann da, ich suche, oder was auch immer das sucht, wer weiß es, was es ist. Sucht nach dem, der sucht. Und was finde ich dann da? Ich finde eine Idee von mir, dass es mich gibt mit einer Geburtsdatum, hier mit dem Körper, und so weiter, mit Eigenschaften und Fähigkeiten, Wünschen, dem Gefühl, dem Besitzergefühl, dass irgendwas mir gehört und irgendwas nicht mir gehört. Und dass all diese Gedanken, Gefühle, Sensationen nicht permanent sind. Weil ich denke ja nicht die ganze Zeit, ich bin ich, ich bin ich, ich bin ich, ich bin der, ich bin der, ich laufe durch die Gegend, ich fahre jetzt Auto, ich gehe spazieren, ich sitze jetzt hier, ich rede jetzt hier. Sondern die tauchen immer so spontan auf und dann, oh ja, oft auch mit dem Gefühl von, oh, ein bisschen so kontrahiert, limitiert, mit den Grenzen der Haut, der Person. Und dann sind sie wieder weg. Dann, keine Ahnung, ist irgendwas anderes dran, involviert sein, eine Tätigkeit. Und in dem Sehen, dass der Sucher nichts Permanentes ist, also keine, nur eine scheinbare Wirklichkeit hat, ein Aufflackern, da und weg sein, weiß ich gar nicht mehr, wer sucht. Wer ist denn das? Die Geschichte von mir sucht, eine Geschichte sucht nach Frieden, ich suche nach Frieden, ich halte es nicht aus. Dann ist wieso, keine Ahnung, ja, ich weiß gar nicht wirklich, wer ich bin. Die ganzen Geschichten und Gefühle können mich ja gar nicht wirklich beschreiben. Und dann geht zwar suchen weiter irgendwie, aber es muss nicht mehr aufhören. Weil für wen? Für wen sollte das Suchen aufhören? Wenn keiner gefunden wird, der sucht, sondern nur irgendwelche Bruchstücke, Erinnerungen von einem, eine Legende von mir, die nach etwas sucht, was es nicht bekommen kann, darum sucht es ja auch. Also, die Suche muss nicht enden.
Weil gar keiner sucht. Ja, aber solange die Idee existiert oder für real gehalten wird, ich suche, dass es da ein Ich gibt, das sich getrennt fühlt von dem Frieden oder dem, was es sucht, das ist ja ziemlich leidvoll. Oh ja, ich will raus, ich will endlich mal das haben. Und manchmal, peng, machst du gar nichts, suchst du gar nichts, sondern auf einmal Zufriedenheit. Ohne dass du dich dafür bemüht hast oder danach gesucht hast. Oh, irgendwie Sattheit. Und dann oh, im nächsten Moment, oh ja, läuft wieder ein Programm ab. Ja, ja, eben muss doch da oder Dings und ja, was machen und was darstellen, wohin kommen. Und dann wieder, oh, was, wer sucht da eigentlich? Hm, wer muss ich darstellen? Wer will überhaupt den Frieden? Und dann schaut man so nach innen oder sucht sich so nach. Und auf einmal sitzt du hier, nee, sitze ich hier als scheinbares Ich ohne zu wissen, wer ich bin. Natürlich, hier ist irgendwie so, ich höre hier im Gehirn, ich glaube hier in der Hälfte, ich weiß nicht genau, da herrscht noch so ein Bild, herrscht so ein Bild von mir vor, ich bin der kleine wichtig nimmt und der sich Sorgen macht um seine Existenz, um sein Leben, dass die Dinge auch so laufen, wie er denkt und so weiter und oh, Stress kriegt, wenn es mal anders ist und so weiter. Ja, ein paar Worte. Aloha.